Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Supplement Review. Hier sehen wir die aktuelle US-Version der Sparta Nutrition Creatine. Und vorweg, es ist wirklich ein sehr starkes Pre-Workout. Schauen wir mal kurz auf die Inhaltsstoffe hier bei der US-Version. Wir haben hier am Anfang die Pump Matrix mit 2 Gramm L-Citrullin. Beta-Alanin, was unter anderem auch die Übersäuerung des Muskels weiter hinauszögert, und Hydromax mit 1 Gramm, das hier hauptsächlich für die gute Pumpwirkung verantwortlich ist. Zur Aufnahme, verbesserten Aufnahme Taurin, was oft fälschlicherweise mit Koffein gleichgesetzt wird, was aber damit nichts zu tun hat. Ich möchte heute kurz auf einen besonderen Inhaltsstoff etwas eingehen. Das ist nicht Koffein, sondern das sind die Theakrine, ein koffeinähnlicher Stoff von dem Hersteller Compound Solutions. Und Theakrine ist momentan als Patent pending, also es ist momentan wird geprüft, ob es zum Patent zugelassen wird. Und das Coole bei Kreatin soll sein, laut den Studien, dass sich die Dopamin Ausschüttung erhöht, also Dopamin ist der das Glückshormon, und andere Neurotransmitter eben moduliert verbessert werden. Und es wird auch in verschiedenen Pflanzen gefunden, unter anderem ist Theakrin auch in Kaffee enthalten, ganz leicht, ganz wenig, und in exotischen Früchten. Und der Hersteller schreibt: Delivers Energy, Mental Clarity and Improved Motivation and Mood. Also es soll Energie liefern, mentale Klarheit, also einen guten Fokus, gesteigerte Motivation und natürlich auch, man ist besser drauf. Aber es erhöht nicht die Herzrate oder den Blutdruck. Somit ist es nicht unbedingt gleichzusetzen mit einem direkten Stimulanz, ne, wie Koffein, was sofort den Blutdruck erhöht. Der Sparta Nutrition Creatine ist in den wundervollen Geschmacksrichtungen Cola Pop, Sex on the Beach, Sour Gummy Bear und Candy erhältlich und natürlich sofort lieferbar. Ich würde eine ganz klare Empfehlung für diesen Booster hier aussprechen, und wer mich kennt, der weiß, dass das dann auch so ist. Schaut einfach vorbei, bestellt ihn und denkt daran, wenn ihr ihn bewertet, hier einfach auf Bewertungen gehen, Artikel bewerten, bekommt ihr 1 € gutgeschrieben, wenn ihr. Ihr könnt bis zu 20 Artikel pro Monat bewerten und habt dann eben 20 €, die euch automatisch abgezogen werden, wenn ihr das nächste Mal bestellt. Also ihr könnt jeden Monat quasi 20 Booster bewerten. Schreibt einfach eure Erfahrungen mit hier rein und wir können dann zusammen schlechte Pre-Workouts aussortieren und gute weiter hervorheben. Und schaut mal rein bei American Subs und checkt vielleicht den neuen Sparta Nutrition Creatine US-Version aus. Vielen Dank und bis bald.